Herzlich willkommen, liebe KAC-Fans, bei Rotjacken TV, das Magazin zum Spiel gegen die HC Booster Talwölfe. Hier vor der Heidi Horten Arena blinzelt die Sonne etwas hinter den Wolken hervor. Das Mittagessen ist hoffentlich etwas früher als üblich eingenommen worden, weil aufgrund des Fußball-WM-Finales ein Parkjob bereits um 13 Uhr. Beim Magazin gibt es für euch heute exklusive Einblicke in eine Live-Drittelanalyse von Yoshi und Marc. Natürlich alles zum Spiel gegen den HC Booster Tal. Und passend zum Gegner haben wir für euch ein paar Südtiroler Begriffe herausgesucht. Wir wollen einmal schauen, ob ihr wisst, worum es sich dabei handelt. Der Rhone? Keine Ahnung, was das ist. Es hat was mit dem Gegner zu tun heute? Der Rhone, Gegner. Na, keinen Schimmer. Der Rhone. Keine Ahnung. Es hat was mit dem Gegner heute zu tun. Mit dem Gegner? Keine Idee. Wo sind die her heute? Aus dem Boostertal sind sie, oder? Ja, ein bisschen, nicht ganz so spezifisch. Südtirol. Ja, genau, die Südtiroler. Ja. Und das heißt der Rhone. Ah ja, na, bravo. auf der Schellrodel sein. Was könnte das heißen? Vielleicht so runterrodeln, so von der Piste. Ja gut, abgeleitet, aber nicht ganz. Vielleicht noch eine andere Idee? Nein, weiß ich nicht so ganz jetzt. Auf der Schellrodel sein. Irgendeine Idee? Nein, nicht wirklich. Vielleicht auf einer Schlittenbahn. Gut, vom Rodel abgeleitet, aber nicht ganz. Schellrodel. Nein, sag mir nichts. Weißt du das? Was? Was ein Schellrodel ist. Eine Idee? Ein Schellrodel. Ein Schlitten vielleicht? Ja, auch gut gedacht. Das wäre, wenn man am Abend immer wieder weggeht. Also jemand, der ständig unterwegs ist. Na, sind wir nicht da. Das ist Papelle. Und was meinst du, dass das vielleicht heißt? Perle. Ja, gut, abgeleitet. Das ist was Essbares als kleiner Tipp, was man in der Weihnachtszeit gerne isst. Vielleicht belegte Brötchen. Ah gut, was Süßes vielleicht. Zuckerlen. Oder Muffin. Speziell zu Weihnachten? Was backt's denn zu Hause vielleicht gerne? Lebkuchen und Kekse. Super! Ja, das ist gar nicht so einfach, die Südtiroler Begriffe zu erraten. Und jetzt gibt es für euch exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke für die Drittelanalysen, die es ja hier in der Heidi Horten Arena bei jedem Heimspiel am Videowürfel zu sehen gibt. Ja, willkommen bei uns bei der Drittelanalyse. Spiel Drittel 1 ist gerade vorbei, Kanti ist 2-2 hinten, ärgert uns ein bisschen. Und jetzt, Marc, passiert Folgendes, wir bestellen die Szenen. Ja, jetzt ist ein bisschen eine hektische Phase. Ja. Wollen wir gleich live gehen, aber wir wollen ja Szenen bestellen, die wir in der Halle besprechen wollen. Das machen wir jetzt gleich, weil Zeit haben wir keine zu verlieren. Genau, also. So, jetzt schauen wir mal. Peter, hörst du mich? Ja, ich Peter gut. Für Marc. Perfekt. Ja, so. Erste Chance, bitte Stangenschuss, Kanal, Chance KAC somit. Ja. Zweite Szene, Tor Boostertal, leider, Klammer zu. Und dann, aber das kommt oben vom Würfel, sechstens ist die Tabelle, die nehmen wir noch mit. Okay, passt. Für uns kommen die fünf Szenen. Sehr gut, perfekt, vielen Dank. Okay, also so bestellen wir die ganzen Szenen. Im Grunde haben wir einen Countdown, wir wissen jetzt, dauert es ungefähr noch. Wie lange haben wir noch, Peter? Folgen wir noch? Ja. 2 Minuten? Also in 2 Minuten ist das Ganze dann live und dann gehen wir genau das nach dieser nicht zu lesenden Liste runter. Und hoffen, dass wir es nicht passiert vertun. Passiert da nie ein Fehler, wenn der Yoshi seine eigene Schrift nämlich nicht mehr lesen kann. Ja, die nicht. Vielleicht könnt ihr mal einen Blick einer werfen da. Sagen wir mal, Hannes filmt das mit. Unser Vorschaubildschirm und in das kleine schwarze Loch schauen wir da rein. So schaut es im Prinzip bei uns aus. Sehr geräumig ist es da bei uns. Also kuschelig. Beim Studiogast wird schon ein bisschen problematisch. Ah, dann geht es schon alles. Schon nicht mehr aus. Unterlagen vielleicht mal kurz zur Erklärung. Da unten bitte nicht filmen, das ist total privat. Und sonst liegen unsere Zettel einfach da oben, was wir alles brauchen, ohne Werbung zu machen. Das ist eines der wichtigsten, wenn man viel spricht. Ja. Aber Unterlagen, das ist das A und O, die Statistiken, Stats von der KAC Statistikabteilung und Aufstellung, die aktuelle. Also da ist schon einiges an Vorbereitung, macht aber einen Riesenspaß. Was haben wir für Zeit, Peter? So, 30 Sekunden noch. Schau gerade, ob ich noch irgendeine letzte Information übers Handy bekommen habe, irgendeine Statistik.
Ganz eine heiße? Nein. Gibt's nichts mehr? Dieses Mal nicht. Also das Mikro weg dann. Jetzt legen wir da her. Wir gehen live. Gutes erstes Spiel mit Selbstvertrauen. Pfeift sich nichts. Auch hier sehen wir hergehen. Ja, war nicht mehr viel Zeit. Auf der Uhr dich vor, das Tor zu ziehen, koste es, was es wolle. Und dann ist es auch sehr, sehr schwierig. Also ein bisschen präzise Analyse aus diesem ersten Mittel. Hoffen natürlich jetzt an der Kiste. So, das war unsere Drittelanalyse. Oh, jetzt geht Schlag alles auf Schlag jetzt. Ein bisschen hektisch zur Sache. Und ja, Marc, ist immer so eigentlich, immer so spannend, außer wenn keine Tore fallen. Ja, dann ist es sehr langweilig, weil dann kann man wenig analysieren, dann muss man eher taktisch gehen, dann muss man viel Zahlen herausziehen. Macht natürlich nicht so einen großen Spaß, für uns nicht, für den Zuschauer schon gar nicht. Sind natürlich am liebsten Tore, dass man die analysiert, Fehler passieren bei jedem Tor und am liebsten schauen wir uns natürlich die KAC-Tore an und dass es so dynamisch ist und so nicht hektisch, aber immer wieder was Neues, das macht es ja geradeaus und deswegen macht es ja uns so einen großen Spaß. Genau, und damit leiten wir direkt über zu den wunderschönen Bildern des heutigen Spieltags. Ja, Marc, Spiel vorbei und irgendwie sind so gemischte Gefühle, die Freude über den Sieg und trotzdem hätten wir gern 3 Punkte gehabt. Wo liegt jetzt die Wahrheit? Ja, ich weiß es auch nicht. Vollen Dreier hätte man natürlich viel lieber gehabt, aber 2 Punkte nimmt man auch. Ja, Pustertal erwartet schwierige Gegner, bissige Mannschaft mit viel Leidenschaft. Wundert mich eigentlich, dass die so weit hinten sind in der Tabelle oder spielen die nur gegen den KAC immer so gut. Muss man auch respektieren. War hartes Stück Arbeit vom KAC. Ja, nehmen wir so mit, 2 Punkte. Also aus deiner Sicht haben sie sich auch diesen Punkt zumindest einmal verdient, da aus Klagenfurt mitzunehmen? Ja. Wahrscheinlich, weil, muss man sagen, ja, weil sie nie aufgegeben haben, auch wo sie in Rückstand dann waren. Mit ein bisschen Glück bringst du das über die Zeit, gell? Und dann fährst du einen vollen Dreier ein. Aber ja, brauchen wir nicht diskutieren über Sachen, die nicht stattgefunden haben. Also wir nehmen zumindest einmal 2 kleine Geschenke mit, 2 Backerlen und legen sie unter den Christbaum. Und vielleicht auch, Marc, exemplarisch haben wir auch für die Tore des KAC heute Richard Burkhardt mal mitgenommen. Und was sagst du zu ihm? Ja, perfekte Vorstellung von Burkhardt, wenn wir da gemeinsam jetzt reinschauen, wie er da im Überzahl hier Maß nimmt, Raum hat, Zeit hat, wirklich präzise schauen kann, wo er hinschießt und dann den einpackt ins lange Kreuzeck. Der Torhüter von Pustertal Scholl ohne Chance, wirklich ein wunderschönes Tor. Und auch bei dem Jubel sieht man dann von ihm, wie er das will. Aber heute ein Leader, hat auch den entscheidenden Penalty dann schlussendlich verwandelt. Also gute Leistung, sehr gute Leistung von Burkhardt aus meiner Sicht. Genau, er ja auch einer der Torschützen, des Weiteren natürlich Matt Fraser und Thomas 100 Pfund hat ja auch getroffen und ihn haben wir direkt nach dem Spiel zum Interview gebeten. Gleich ein Tor, ein Assist, Gratulation einmal dazu. Wie schwierig war es heute? Ja, war ein schwieriger Spiel. Ich glaube, Pustertal hat eine sehr gute Mannschaft und das war von Anfang bis zum Ende ein hart umkämpftes Spiel. Was macht Pustertal so schwierig zu bespielen? Sie stehen hinten ziemlich gut und in die Konter sind sie brandgefährlich. Das hat man heute gesehen. Und da müssen wir ein bisschen daran arbeiten, dass wir den Speed durch die neutrale Zone ein bisschen rausnehmen. Und dann werden wir besser performen gegen so eine Mannschaften.
Jetzt der extra Punkt noch im Penaltyschießen. Wie wichtig sind jetzt diese zwei Punkte, wenn man die Tabellensituation betrachtet? Ja, sehr, sehr wichtig. Uns war lieber gewesen ein 3, aber leider haben wir einen späten Ausgleich gekriegt. Aber besser 2 als gar keiner. Also müssen wir mit erhobenen Hauptes vom Eis gehen und uns auf Dienstag in Villach konzentrieren. Was erwartet man? Du hast es angesprochen, Dienstag das Derby in Villach. Welches Spiel erwartest du? Ja, wieder eine enge Partie. Glaube ich, die Villach haben wir eine gute Mannschaft, aber ich glaube, gegen Villach haben wir immer noch gut gespielt und wir werden mit Punkten wieder nach Klagenfurt zurückkommen. Das ist eine Ansage. Alles Gute, Thomas Hundertzen. Ja, gesprochen vom Derby. Da ist man ein bisschen hin bis zu diesem Derby. Bei seinem Tor ist mir aufgefallen, ist es sehr, sehr schnell gegangen, auch beim Puckbesitz. Marc, wie hast du das gesehen? Ja, gerade bei seinem Tor von 100 Pfund, wie du es angesprochen hast, wenn es schnell geht, dann geht es oft einmal sehr gut. Und das ist halt auch sehr wichtig, dass es schnell ist und dass der Scheinbesitz oft entscheidend ist. Ja, vielleicht hättest du was mitgebracht für uns. Das ist ein Zufall. Natürlich. Hast du was mitgebracht? Ja, nämlich ganz was Tiefes aus der Datenkiste. Ja? Wir gehen jetzt rein in die DNA des Eishockeysports und da ist ganz was interessant. Und wenn wir da gemeinsam reinschauen auf diese Auflistung, auf diese Folie, dann werden wir sehen, dass wir mal oder die KC-Statistikabteilung 25 Saisonspiele bis dato einmal analysiert hat in dieser Saison und hier nur Zahlen rausgenommen hat bei numerischer Gleichheit. Also 3-3, 4-4, 5-5, sprich kein Unterzahlspiel und kein Überzahlspiel. Und dann ergeben sich 546 Minuten Scheinbesitz und ein paar zerquetschte, das heißt ungefähr 22 Minuten, 40 Sekunden pro Spiel. Wenn man das jetzt hinterlegt mit den Sequenzen, wo es einen Scheinbesitz gegeben hat von den KAC, okay, sind wir bei 2500 Sequenzen. Das heißt, in Summe gibt es 100 Sequenzen pro Spiel. Scheibenbesitz beginnt, wenn der KAC den Scheiben hat, ja, und endet mit Scheibenverlust, also mit Puckverlust oder mit einer Spielunterbrechung. Spielunterbrechung ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Okay. Auf gut Deutsch. Ja? Und somit ergibt sich ein durchschnittlicher Scheibenbesitz, also so eine Sequenz, von 13,55 Sekunden für den KAC. Jetzt wirst du mich wieder fragen, Marc, die 0,55, die brauchen wir ja nicht da hinten. Nein, nicht. Weil was tust du denn so genau? Ja. Sage ich, ja, hast du nicht so unrecht, aber wenn wir 100 Sequenzen haben pro Spiel, 100 Mal so, die ja, halbe, okay, da kommt was Dings, ja, kommen wir auf 50 Sekunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe, pro Spiel. Und wenn wir wissen, dass ein Eishockeysport, ein Eishockeyspiel in wenigen Zehntelsekunden oft einmal entschieden ist, sind 50 Sekunden eine lange Zeit. Ja. Da bist du bei mir, oder? Absolut. Ja. Und jetzt klicken wir eins weiter und jetzt sehen wir, die Spiele mit dem höchsten durchschnittlichen Puckbesitz vom KAC, das sind die Fünfe, die wir da sehen, mit 18,77 gegen Pioneers und fortfolgend. Wichtig und jetzt kommt's. Rechts daneben. Und rechts daneben, das sind die mit dem niedrigsten Puckbesitz. Und schaut einmal, links rot, rechts grüne Ampel. Grün ist immer gut. Das heißt, die Quintessenz ist, je weniger oder je kürzer der Puckbesitz vom KAC ist, desto wahrscheinlicher ist ein Sieg. Lässt sich auch damit erklären, dass es schnell geht, zielstrebig zum Tor, ohne viel Geplänkel rundherum. Man verzögert dann unnötig das Spiel. Das sehen wir in der linken Spalte rot. Wenn es schnell geht, zum Tor geht, dann ist es rechts grün. Und so wird gearbeitet in der Statistikabteilung. Unglaublich. Das wird auch, sind auch Informationen, die dann zum Trainerstaff dann weitergeleitet wird und wo die Trainer dann entsprechend dann auch das Training anpassen können, wenn sie das meinen, dass das gut ist. Boah, jetzt hast du ganz schön viel Zahlen mitgebracht, Marc. Vielen, vielen Dank. Jetzt müssen wir durchschnaufen nochmal. Irgendwie freue ich mich schon über die 2 Punkte heute. Wohl, ja. Wohl. Vierter Advent ist. Du, gehen wir Kerzen und Pulli, der ist schön. Ah, Pulli. Müssen wir den zurückgeben eigentlich? Ja, weiß ja keiner, vergessen wir einfach. Das vergessen? Das ist ich so den, schön. Ich gebe den nicht mehr zurück. Ich gebe ihm auch nicht zurück. Bisschen narrisch. Fällt dir keiner warum, auf. Warum du ugly hast? Weiß ich auch nicht.